Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Carne. Heute zeigen wir euch die Zubereitung einer Ostergans vom Drehspieß, vom Grill. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr euch auch. Wir haben uns ja gedacht, man muss eine Gans nicht immer zu Weihnachten essen, die kann man auch ruhig mal zu Ostern machen. Das hier ist eine Münsterländer Weidegans, das ist wirklich ein Weidetier, das lebt also quasi auf der Wiese und hat aber einen Zugang zu einem Heustall. Wird natürlich nicht mit irgendwelchen Zusätzen gefüttert oder irgendwelchen Antibiotikern oder so, bekommt Getreide. Was mir persönlich noch ganz wichtig ist, die werden nicht lebendig gerupft, sondern hier gibt es ein Trockenrupfverfahren und das ist wesentlich angenehmer für die Gans, weil dieses Lebendrupfen ist natürlich der absolute Horror für so ein Tier. Ne, wir fangen indem wir die Gans also erstmal auch ein bisschen sauber machen und innen drinne, ich habe es wieder reingelegt, damit man das sieht, sind immer die Innereien und der Hals. Und die werden wir auch wieder nutzen, um die Soße zu aromatisieren damit. Für die Füllung der Gans, die werden wir nämlich auch füllen und hinter auf den Drehspieß packen, haben wir Paprika, Zwiebeln und Thymian. Mehr kommt da nicht rein, ein bisschen Salz und Pfeffer natürlich noch. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Und zwar hat die Gans hier vorne so ein Bürzel, oder wie immer man das nennt. Ich weiß es nicht, wie man es in der Fachsprache heißt. Auf jeden Fall ist das so eine Drüse und die wollen wir loswerden. Knack, knack. Zack, das wollen wir nicht haben. Und jetzt nehmen wir unsere Gans und dann machen wir da ein bisschen Salz und Pfeffer rein. So. Und dann kommt das Gemüse hier rein. Da haben wir, wie gesagt, Zwiebeln. Thymian kommt ein bisschen rein, also auch gar nicht zu knapp. Und Paprika. Und das machen wir jetzt so lange, bis das Ding wirklich voll ist. Stopfen das ganz rein. Alles, was reinpasst. So. Ein bisschen was geht noch. Das sackt ja ein bisschen in sich zusammen, deswegen kann man es ruhig vollpacken. Schließen wir mit der Paprika und ein bisschen Thymian noch ab. Jetzt geht es ja wieder darum, dass wir die verschließen müssen. Und ich mache das ja immer mit Schaschlikspießen. Das geht, finde ich, ganz gut. Die hacke ich in der Mitte einfach durch. Und dann piekse ich die hier so durch. Mach das ein paar Mal. Und dann kann ich das gleich mit einem kleinen Band zubinden, vernünftig. Bei der Gelegenheit werden wir dann auch gleich die Keulen mit festbinden. Das geht dann gleich ganz gut. So. Jetzt habe ich hier die Spieße alle drin. Und jetzt fange ich einfach unten am ersten Spieß an. Wechsel dann immer zum nächsten Spieß über Kreuz. Und dann habe ich das richtig schön wie eine Naht zusammengebunden. Ne, dadurch. Und was man jetzt noch machen kann, ist, man geht wieder eins zurück. Aber man macht erstmal hier oben schön Knoten rein. Jetzt binden wir die Beine einfach mit dran jetzt. Das passt jetzt gut. So. Dann noch ein. So. Das haben wir hinterher schön alles zusammen. Was wir jetzt noch machen, hier hinten machen wir es im Prinzip genauso. Aber hier brauchen wir nur ganz wenig. Das machen wir so. Kreuz. So. So ran. Jetzt kann man das im Prinzip einfach so drüber binden. Dann kommt da auch nichts raus. Zack. Ganz einfach zugebunden. Ja, jetzt haben wir die Gans so weit vorbereitet, dass wir sie aufspießen können. Hier ist mein Spieß. Ich habe schon die eine Ende mit den Zapfen hier, mit den Haken festgemacht. Und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich schön mittig irgendwie da durchkomme. Geht relativ gut. Zack. Ah, das war doch gar nicht so schlecht. So, und jetzt hinten schön rein. Das müssen wir den zum Kontern natürlich dagegen legen.
So. Zack. Zack, da rein. So. Jetzt ist er bereit für den Grill. Der ist auch schon so eingerichtet. Aber zuerst machen wir jetzt das Gemüse für die Soße und so weiter. Unser Essen ist vorbereitet, jetzt können wir es gleich drauflegen. Dazu nehme ich natürlich den Deckel ab. Am Anfang haben wir uns links und rechts einen Kohlekorb hingelegt. Dann haben wir da unangezündete Kohle reingelegt, damit wir eine längere Temperatur haben, damit er das schön hält. Und dann haben wir die angezündete Kohle oben drauf gelegt. Dazwischen haben wir umgedreht eine Edelstahlschale gelegt, wo wir jetzt gleich die Soße drauflegen oder das Gemüse für die Soße. Das kommt dann näher zum Gargut und sorgt dafür, dass die Gans schön indirekt liegt. Jetzt sieht man noch den Grund, warum ich diese Edelstahlschale reingemacht habe. Jetzt lege ich meine Schale oben drauf und die Asche fällt mir nicht da rein. Und das Fett von der Gans springt dann gleich direkt in die Schale rein. Jetzt machen wir die Gans hier rein. Da haben wir da, zack, zack. Alles gut. Dann wir die starten. Schön langsam. Jetzt machen wir den Deckel natürlich zu. Und jetzt müssen wir darauf achten, dass wir den Abzug in der Achse der Gans haben, damit wir schön gleichmäßiges Garergebnis haben. So, die Gans war jetzt ungefähr 3 Stunden drauf. Bei ungefähr 150 Grad. Sieht fantastisch aus. Riecht irre gut. Wir haben vor ungefähr einer halben Stunde das Gemüse unten rausgenommen und haben daraus eine Soße gemacht. Das heißt, ich habe das ganze Gemüse durch ein Sieb gestrichen oder zumindest so ein bisschen durchgedrückt. Habe die Soße dann ein bisschen abgebunden und abgeschmeckt. Ein bisschen Fett habe ich vorher mit der Kelle runtergenommen. Ist mir sonst zu viel. Die wartet schon drinnen auf die Gans. Ich bin absolut begeistert. Am liebsten würde ich jetzt sofort reinbeißen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. So, der fertige Teller. Hier sieht er nicht wunderbar aus. Riecht absolut fantastisch. Ich freue mich schon total drauf, den jetzt zu probieren. Wir haben eine leckere Gans, die Füllung, die die ganze Gans auch schön saftig gehalten hat. Und ein paar leckere Spätzle dazu. Die werde ich wahrscheinlich weglassen. Und jetzt muss ich einfach probieren. Mmh. Super saftig, super lecker, außen leicht kross, total würzig, oh, absolut wunderbar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert am besten unseren Kanal. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich möchte mich noch bedanken bei der Grillschule Genusskunst hier in Wuppertal. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir auch. Macht's gut, bis bald.